zusammen. Mein Name ist Lubna Ali und ich möchte euch gerne in diesem Talk eine neue Idee vorstellen, und zwar wie die Nutzung von Open Educational Resources und die Konvertierung der bereits vorhandenen Lernmaterialien in OER unterstützt werden kann. Wenn wir über Open Educational Resources sprechen, können wir die Aktivitäten von zwei verschiedenen Gruppen bemerken. Die OER-Community in Blau, die normalerweise die OER-Materialien erstellen, verwenden, bearbeiten und verbreiten, und die Lehrende in Orange, die normalerweise die Materialien suchen, bearbeiten und nutzen. Man möchte die Lehrenden bei der Erstellung und Verbreitung von Open Educational Resources unterstützen, sodass sie ein Teil der Community werden. In diesem Talk werden wir uns auf die Erstellung von Materialien fokussieren. Es gibt viele Tools, die man nutzen kann, um Materialien von Grund auf neu zu erstellen, und die meisten sind Ihnen sicherlich bekannt. Zum Beispiel kann man Google Doc verwenden, um Texte online zu verfassen, oder SoundClouds für Audios. Für Texte, Tabellen und Präsentationen kann man Microsoft Office oder LibreOffice nutzen. Und natürlich gibt es für Videos, Grafiken und andere Ressourcen vielfältige Tools, die man verwenden kann. Aber wie sieht es mit bereits vorhandenen Materialien aus? Könnte man solche Materialien nutzen und in OER umwandeln, statt neue Materialien zu produzieren? Um diese Frage zu beantworten, haben wir angefangen, ein neues Tool zu entwickeln, mit dem wir bereits erstellten Materialien mit so viel Automatisierung wie möglich in OER umwandeln. Das bedeutet, dass der Benutzer an dem Prozess teilnimmt, indem er mitentscheidet, welches Bild oder welche Lizenz für das gesamte Dokument geeignet ist. Der erste Prototyp des Tools existiert bereits, und ich möchte gern dessen Grundfunktionalität in den nächsten Folien kurz vorstellen. Zuerst wählt der Benutzer eine Datei aus, die er in OER konvertieren möchte. Danach werden alle Bilder in der linken Spalte aufgelistet, wie auf dieser Folie zu sehen. Jetzt kann der Benutzer nach freien Bildern in den OER-Portalen suchen. Momentan unterstützt das Tool die Suche in Flickr und CC Image Search. Alle gefundenen Bilder werden in der mittleren Spalte angezeigt, und der Benutzer kann mitentscheiden, welches Bild er verwenden möchte. Das Bild wird mit seiner Lizenz in der ersten Spalte gezeigt, wie hier zu sehen ist. Durch Anklicken von Replace Button und dann Save Button wird das neue Bild das alte ersetzen. Das neue Bild wird im Foliensatz eine Referenznummer vergeben, und alle Referenznummern werden am Ende des Foliensatzes mit den dazugehörigen Quellen und Lizenzangaben aufgelistet. Darüber hinaus wird eine neue, weitere Folie am Ende des Foliensatzes hinzugefügt, um das gesamte Dokument zu lizenzieren. Wir befinden uns momentan in der ersten Phase der Entwicklung und möchten gern innerhalb der nächsten Monate die Funktionalität des Tools erweitern, indem wir verschiedene Formattypen neben PowerPoint, wie zum Beispiel Word oder OpenOffice-Formate, bearbeiten können, und indem wir in weiteren OER-Portalen nach freien Bildern suchen, also nicht nur in Flickr und CC Image Search. Wir planen auch, die Suchfunktionalität zu erweitern, um verschiedene CC-Lizenzen finden zu können, wie zum Beispiel CC BY oder CC BY SA. Schließlich möchten wir natürlich das Tool mit anderen OER-Interessierten und mit der OER-Community testen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, und wenn Sie mehr über diese Idee erfahren möchten, können Sie mich gerne kontaktieren. Vielen Dank!